Seit 30 Jahren gibt es nun den Verein Kleinkunst in Kitzbühel. Dabei geht es keineswegs um kleine Kunst, sondern vielmehr um große Kultur. Klein ist lediglich der bühnentechnische Aufwand, der betrieben wird. Und dementsprechend kann ein Großteil der Veranstaltungen hier in einem Kaffeehaus, nämlich im Café Braxmeier, abgehalten werden. Das 30-jährige Jubiläum, das wird natürlich großartig gefeiert mit einem großen Programm. Und heute freuen wir uns auf Lisa Eckhardt. Sie ist der große Shootingstar in der Poetry Slam und in der Comedian-Szene. Wir freuen uns auf einen tiefgründigen, bissigen Abend. Mein allerliebster Spruch war: Rauchen lässt ihre Haut altern. Ja. Yeah. Altern lässt meine Haut altern. Was ist denn das für eine dumme Ausflucht? Das ist wie, wenn die Frauenzimmer immer sagen: Macht mich diese Hose fett? Sagen wir so, es ist nicht die Hose. Beko, 30 Jahre Kleinkunst in Kitzbühel, wie hat es damals begonnen? Der Utterbauli hat ja in Graz studiert und hat da beim Theatercafé, also eigentlich dem Kleinkunstcafé in Österreich, eigentlich so mitgearbeitet und hat immer wieder in seiner Studienzeit im Kabarettisten nach Kitzbühel gebracht. Mir war es definitiv ein Anliegen, Kultur nach Kitzbühel zu bringen. Diese Art von Kultur, Kleinkunst, hat es weder in Kitzbühel noch weit und breit gegeben. Ich habe das immer sehr geschätzt, gerade in Kitzbühel. Es gibt irrsinnig viele Vereine, wo Leute sich einbringen, wo jemand ehrenamtlich was macht. Und ich bin da aufgewachsen, ich bin ein leidenschaftlicher Kitzbühler, der halt seit 30 Jahren nicht mehr da ist. Aber irgendwann ist es mir ein Anliegen, auch was zurückzugeben. Der Braxmeier-Peter und die Annemarie sind unten im Krüppinghaus gewesen. Und ich bin eben auch dabei gewesen, weil ich einen Pauli geholfen habe. Und dann ist so die Idee unten aufgekommen, ja, es war natürlich irgendwie, das Flair ist zwar super, aber es gehört halt vielleicht echt in ein Kaffeehaus oder in so ein Lokal, wo man halt auch bedient wird, so ein bisschen an Tischen. Das Kabarett Gimpel hat nachher das Braxmeier begutachtet. Und nach 1988 haben wir eigentlich durchgestartet und so mit der großen Mithilfe eben von Braxbäder haben wir da in dem altehrwürdigen Café Braxmeier am 1. März 1988 mit Irene S. und Leo Lukas haben wir da das erste Kabarett auf die Füße gestellt nachher. Was man historisch gern vergisst: Der Mensch ist ein Idiot und er trägt seine Freiheit nicht. Früher musste er am Fließband arbeiten, heute will er darauf laufen. Gibt es Beispiele von Künstlern, die bei euch waren und damals noch relativ klein waren und dann große Stars geworden sind? Wenn ich jetzt zum Beispiel hernehme an Michel Mittermeier, der hat den Kabarettpreis in Graz gewonnen, hat da bei uns mehr oder weniger als kleiner, unbekannter oder relativ unbekannter deutscher, bayerischer Künstler aus Dorfen gespielt und hat da auch relativ den Saal voll gefüllt. Und dann, 2-3 Jahre später, hat der nicht nur einen Saal voll gemacht, sondern der hat nachher die großen Säle in Deutschland knackt. Ende des 18. Jahrhunderts haben wir den größten Sprung geschafft, wir Frauen. Vom Scheiterhaufen runter hinter den Herd. Ah, unterschätzen Sie es nicht. Ist schon gut. Früher wurden wir angebraten, jetzt durften wir anbraten. Volker, Sie sind sehr viel in großen Städten in Deutschland unterwegs. Wie fühlt es sich an, in der Provinz wie zum Beispiel in Kitzbühel zu sein? Das schätze ich immer wieder sehr, vor allem den Unterschied zu sehen zwischen Deutschland und Österreich, weil da ganz andere Reaktionen von Seiten des Publikums kommen. Also es gibt ganz andere Stellen, die die Deutschen oder die Österreicher schockieren, provozieren oder dann erheitern. Und das freut mich immer wieder, da die Kontraste festzustellen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber wissen Sie, ich spiele nicht so gern in der Stadt. Also Kitzbühel ist keine Stadt, oder? Gilt das als Stadt? Nein, nein, nein. Ja? Nein? Ja? Weiß niemand? Ja? Okay. Meinetwegen. Kitzbühel ist eine Stadt. Eine Stadt. Gefangen im Körper eines Dorfes. Das ist irgendwie okay. Aber gut, nein.
Nein, dann lassen Sie mich das umformulieren. Ich spiele nicht gern in Großstädten. Der Leo Lukas hat der Kleinkunst und der Stadt Kitzbühel eine kleine Liebeserklärung gemacht und schreibt: Von Provinz hat hier noch niemand gejammert, was wohl kein Zufall ist. Ich sage immer, wenn ich jemanden Kitzbühel beschreiben soll, man müsse sich das vorstellen wie eine Weltstadt, die nur aus dem ersten Bezirk besteht. Sie amüsieren sich um ihr Leben. Sie klatschen, um bei Bewusstsein zu bleiben. Das ist immer wieder schön. Ja, da ist immer wieder Feuer dahinter. Dafür danke ich Ihnen vielmals. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, eine gute Nacht und möge sich Gott aus unseren Angelegenheiten halten. Dankeschön.